in diesem Video bekommt ihr einen Erfahrungsbericht bzw. ja einen kleinen Testbericht zur Aldebrit und dann am Schluss ein Fazit, eine Empfehlung, ob ich das empfehlen würde oder nicht. Ich habe das jetzt über 100 Tage lang getestet und behaupte mal, dass ich dadurch ja etwas dazu sagen kann. Wir arbeiten hier mal eine Liste von Vor- und Nachteilen ab, also wir fangen mal beim Preis an. Aldebrit bietet folgenden Service an: Man kann halt bei verschiedenen One-Click-Hostern als Premium-User herunterladen und das sollen laut Aldebrit 129 sein, bei denen das geht. Den Preis sehen wir, wenn wir hier oben auf Offers klicken. Und hier unten können wir dann den Zeitraum, zum Beispiel 30 Tage, also einen Monat auswählen. Das würde dann 3,99 kosten. Ich habe mich für die 180-Tage-Version entschieden. Und da bin ich dann bei 2,67 € im Monat. Ja, das ist schon ein sehr günstiger Preis, wenn man mal bedenkt, dass allein schon ein RapidShare-Account, das ist einer der Hoster, der unterstützt wird, der würde schon allein 4,11 € im Monat kosten. Von den anderen mal ganz abgesehen, die bis zu 10 € im Monat kosten. Also am Preis gibt's eigentlich nichts zu meckern, wenn denn der Service gebracht wird, den die anbieten. Gehen wir mal weiter zum Speed. Also ich habe jetzt viel runtergeladen, ich glaube 400 Gigabyte oder noch mehr, 460 sowas, und hatte eigentlich fast immer volle Geschwindigkeit. Also das war wirklich kein Problem. Mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Dann Torrent. Aldebrit bietet die Möglichkeit, dass man Torrents hochlädt, also Torrentdateien oder Magnetlink-Dateien, und die werden dann konvertiert in ja, One-Click-Hoster-Links. Und zwar im Moment ist es UP2Box, war früher mal WUpload, aber den gibt es ja nicht mehr, deshalb UP2Box, und den kann man dann wieder mit voller Geschwindigkeit herunterladen. Also man muss selbst keine Torrents runterladen oder kein Torrent-Programm installieren, um an Torrents zu kommen. Das ist wirklich eine sehr feine Funktion. Die funktioniert auch. Ja, das nächste Gute ist die JDownloader 2 Integration. In der Beta gibt's den Hoster eben zur Auswahl. Man kann seinen Account dort eintragen und kann dann über den JDownloader 2 runterladen und das funktioniert auch problemlos. Das nächste ist das Browser-Plugin, was es gibt. Das wird von Aldebrit bereitgestellt. Und zwar, wenn man dann auf eine Seite wie Uploaded geht und eine Datei runterladen möchte, bekommt man so eine kleine, ja, Leiste eingeblendet, auf die kann man dann klicken und dann kann man direkt als Premium-User die Datei herunterladen. Sehr praktisch, da man da die Links nicht rauskopieren muss extra. Das funktioniert für die drei großen Browser, soweit ich informiert bin. Also Firefox geht's auf jeden Fall. Seht ihr ja, da habe ich es getestet. Chrome geht, glaube ich, auch und wenn mich nicht alles täuscht, auch Internet Explorer. So, jetzt kommen wir aber zu den Nachteilen und die machen die Vorteile fast schon wieder alle wett. Und zwar, die Hoster sind sehr schlecht online. Das sehen wir hier in der Vergleichstabelle. Datum seht ihr ja, 24.10. Also die roten, also links ist die Spalte von Aldebrit, Realdebrit gibt's auch, interessiert uns aber nicht. Rot heißt eben, dass die Hoster nicht erreichbar sind, also offline sind. Also die Hoster sind nicht offline, aber über Aldebrit halt nicht zu erreichen. Und wenn wir die Liste hier runtergehen, sieht man schon, das sind schon eine ganze Menge, ist fast die Hälfte. Und das ist schon, ja, ziemlich viel dafür, dass halt eben 129 Hoster angeblich funktionieren sollen. Und das sind hier halt nicht mal die kompletten 129 und von denen funktioniert schon fast nur die Hälfte. Dann will ich gar nicht wissen, wie es bei den anderen ausschaut. Jetzt ist zum Beispiel auch Upload.to ist seit über einer Woche offline. Manche Hoster, die sind wirklich wochenlang offline, es kümmert sich keiner drum. Selbst ja, der Support sagt zwar, wenn hier rot ist, dann wüssten die über das Problem Bescheid und würden es beheben, also man muss nichts extra melden. Aber naja, wie gesagt, ist manchmal sehr wochenlang einfach online und es kümmert sich keiner drum. Dann kommen wir auch zum nächsten Minuspunkt schon, zum Support. Naja, die antworten nur, wenn sie Lust haben. Es gibt zwar ein Forum und es gibt da auch eine Facebook-Seite, aber halt, wie gesagt, da bekommt man nicht immer eine Antwort. Und dann manchmal auch, was weiß ich, nicht die netteste und recht spät. Also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, vor allem wenn der die Hälfte der Hoster nicht geht, müsste eigentlich mal eine Reaktion kommen. Kam bis jetzt keine. Ich hatte vor ein paar Tagen da ins Forum geschrieben. Keine Reaktion. Ja, das Problem ist halt auch, dass halt dass die Hoster nicht funktionieren, macht eigentlich die ganzen Vorteile schon wieder wett, weil was soll, bis auf den Torrent vielleicht, aber was soll es mir denn bringen? Wenn es im Channel oder 2 klappt, wenn es halt am Schluss doch nicht funktioniert und ich muss wieder als Free User herunterladen.
Gut, RapidShare und NetLoad muss man fairerweise sagen, die funktionieren fast immer. Upload.to hat die ganze Zeit auch funktioniert. Wenn man sich nur auf diese Hoster beschränkt, ja, dann kann sich der Account schon lohnen, aber ich finde es halt auch frech und dem Kunden gegenüber eine Frechheit, 129 Hoster anzubieten und irgendwie nur ein Bruchteil davon funktioniert auch und es kümmert sich keiner drum. Sollen sie doch einfach nur die 30 wichtigsten anbieten, da können sie sich dann richtig drum kümmern. Anstatt einfach so diese Masse anzubieten und dann funktioniert halt alles irgendwie nicht. Deshalb, mein Fazit wäre, nicht zu kaufen bei Aldibrit. Es gibt noch, ja, andere Multihoster, die es etwas besser machen. Dazu dann vielleicht in einem anderen Video mehr. Aber Aldibrit würde ich auf jeden Fall abraten, weil es ist einfach nur eine Quälerei, wenn genau der Hoster, von dem ihr laden will, nicht funktioniert und man muss dann tagelang warten, bis der wieder funktioniert und das ist ja nicht das, was man eigentlich vorhatte oder nicht das, was man wollte. Und deshalb würde ich abraten. Falls ihr schon Erfahrungen habt mit Multihostern oder mit Aldibrit im Speziellen, könnt ihr das gerne in den Kommentaren kundtun.